Hallöli und guten Tag, hat er gesagt. Ja, danke für die Informationen, ne? Das wurde ja erzählt hier, die Antenne, die muss ich einfach höher bauen. Und dann steht hier, erfordert mehr Höhe. Das heißt, die, da müssten wir wahrscheinlich eine drauf bauen. Wir gucken mal gleich, was wir wie, wo, was, wie, wo machen können. Aber dazu fehlt uns noch eine Leiterplatte und Bolzen. Bolzen sollte jetzt nicht so das Problem sein. Eine Leiterplatte. Die haben wir hier. Ne? Kunststoff. Aber Kunststoff dürfte doch eigentlich auch kein Problem sein. Ne, hier nicht. Hier auch nicht. Boah, ist denn niemand? Da auch nicht. Und Kunststoff scheint wohl doch ein Problem zu sein. Ey, sag mal, seit wann haben wir denn keinen Kunststoff mehr? Ich finde ja mittlerweile unser Schiff richtig sexy, ne? Kann das? So, den haben wir ja runtergeschmissen, damit wir da an Land gehen können. Aber ich glaube, die Sonne geht gleich unter. Das heißt, was macht man da am dümmsten? Eigentlich der treibt da... Los, komm, wir lichten den mal, damit wir vielleicht ein bisschen noch näher rantreiben. Ja. Na, aber nicht ganz so weit. Das sieht ja schon mal besser aus. Hier treiben wir jetzt voll hin. Können wir den nämlich schon mal lichten. Ne, lichten ist ja aufheben, ne? Ich kenne mich da nicht so aus. Oh. Gibt's ja gar nicht. Ja, ohne die Tipps wäre ich natürlich so vielleicht so ein bisschen früher oder später aufgeschmissen. Aber ich nehme die gern. Sammeln wir mal den Crap noch ein, dann gehen wir, glaube ich, schlafen, damit es dann wieder Tag ist und dann werden wir Gerhard umbringen. Boah, das wird so schnell dunkel, ey, heftig. Aber den haben wir jetzt. Und dann vielleicht irgendwann mal hier Licht machen, das wäre eine gute Sache. So, aber erstmal gehen wir pennen jetzt hier. Damit denn schön Tag ist und dann, wir auf jeden Fall was sehen könnten. So, ein Plasse haben wir gefunden. Mit Hieße, mit Adam Riese. Wir bräuchten ein Holz. Wieso können wir eigentlich kein Bolzen herstellen? Doch, können wir ja. Und dann eine Antenne. Ihr würdet nämlich mal ausprobieren, wie das denn so aussieht. So, eine Antenne. Die haben wir auf da. Links. Aber ich kann ja gar nicht hier bauen. Hä? Aber ich kann ja da gar nichts machen. Wie meint ihr das denn? Hä? Ich glaube, ich bin doof. Gibt es hier noch irgendwas, um eine Antenne höher zu machen? Ein Rucksack wäre ganz cool. Dazu bräuchte ich Leder. Ne, den Rest haben wir ja alles. Hä, wie mache ich denn das am dümmsten? Echt merkwürdig. Ich weiß jetzt nicht so richtig, wie wir das machen. So richtig, wie es mit den Höherbauen gemeint ist. Anzahl erhöhen. Ich dachte einfach eine noch aufbauen. Hä? Aber ihr habt doch erzählt. Ja. Ich weiß jetzt.
Jetzt habe ich es gerafft, ne? Ich musste gar nicht so bauen. Wo ist der? Wo ist der nicht schon wieder irgendwo weit weg hier? Jetzt wisst ihr, was ihr meint erst. Schade, dass man nicht mehr zerlegen kann. Jetzt habe ich zwei Antennen und ja. Weiß nicht, weil ich mit zwei Antennen machen muss. Aber jetzt habe ich sie rafft. Ich muss einfach auf eine Etage bauen. So würdet ihr meinen. Also heißt, wenn ich hier jetzt ein Dach aufbaue, wo uns aber Material fehlt. Dann ist das natürlich dann was anderes. Dann stehen wir natürlich mit den höher. Hier müsste ich sie raufbauen. Ich probiere das gleich mal. Vielleicht hängt das jetzt so quer durch, aber. Noch mehr Höhe. Okay. Das ist aber Mist, ne? Und wird denn noch mehr Höhe verlangt? Naja, gut. Dann ist das so. Dann müssen wir uns dann mal richtig geil drum kümmern. Ich will erstmal das Vieh umbringen. Wo konnte ich denn hier einen Köder bauen bei Essen? Nee. Da, Haiköter. Oh, da fehlen uns aber noch reichlich Sachen. Ja, jetzt hätte ich mal schießen können. Der schwimmt hier immer schön so vorbei. So, ob ich einen Vogel erschießen kann, das wäre ja auch mal vielleicht noch eine spannende Sache. Aber ich glaube daran nicht. Wo ist Gerhard? Da hinten ist er. Gerhard. Komm, du kleine Sau. Es wurde ja mal erzählt, ich sollte probieren, den einfach ins Maul und dann wieder umzudrehen. Oh Mann, ey. Das hat aber einen miesen Move, ey. Jetzt hab's da mich gleich von hinten, ne? Nee, hab's da nicht. Komm her. Komm her jetzt hier. Der kleine Feigling. Ja, das war nicht sehr clever. Alter, was macht der? Ich habe keinen Speer mehr. Aber so funktioniert das auch, ja. Da habt ihr recht. Da, das ist schon eine ganz geile Sache. So, Speer herstellen. Wie machen wir das jetzt hier nochmal? Wo ist mein Speer? Achso, hier bei Waffen. Nee, da. Gut. Sag mal, habe ich nicht noch Hai essen? Hier? Wollte schon sagen, ich musste doch mal. Den haben wir auch fertig. Wahrscheinlich nehme ich mal eine Runde Braten, ey. Also
dass das jetzt hier so diagonal durchgeht, das ist natürlich nicht allzu schön, ja. Kommen wir jetzt hier. Kämpfen mit einem Ei. Komm schon. Diese dumme Sau, wa? Kleine Sau. Nicht sehr cool. Nicht sehr cool. Absolut nicht cool. Hätte da gekriegt eine Plaste dann? Boah, easy peasy. Aber ich bin jetzt kurz vorm Sterben. Das ist echt nicht cool. Der Vollidiot, wo ich komme nicht. Ach, da hinten ist der, okay. Komm, wir gucken erstmal, was hier oben so schönes gibt. Hier ist nur, oh, Baum. Oh, das für ein Weg hier. Denn den Weg hier macht. Irgendwas die kriegt hier, das können wir zum Beispiel essen, das ist ganz cool. Gemüsesuppe. Mhm. Ah. Das heißt, wir müssten hier denn nochmal hin, aber das ist ja, denke ich mal, auch nicht so das Problem. Autsch. Wo ist er? Ha! Schön, 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 schön. Ich glaube, die anderen Pfeile haben wir alle, ne? Kriegen wir nämlich noch was zu friesen. Gut. Schön, 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 schön. Das hat sich doch mal gelohnt jetzt. Dann können wir gleich einsortieren hier. Und dann sieht es nämlich schon wieder ganz anders aus hier. Gut. Erstmal unsere wertvollen Schätze wegsortieren. So, das hier, Blubber kommt hier rein, das hier kommt hier rein, das. Und Bolzen können wir auch gleich. Oh, das habe ich falsch ziehen. Zack, 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 zack. Alles hier rein. Ja, die Antenne kann hier auch rein. Ja, der Rest kann eigentlich bleiben. Nur hier das Kochmüsige weg. Die Müsesuppe. Und dann fetzt das nämlich schon. Der, ja, das Einzige, was jetzt richtig doof ist. Aber ich hoffe, der bleibt einfach so lange tot, bis es gaut ist. Ist das jetzt schon gearmt wird. Echt nicht so cool ist. Gab es hier nicht ganz viel Mango oder so?
Hier ist auch noch ein Mangobäumchen. Ananasen, wo es eine gibt, gibt es meistens mehrere. Aber hier nicht. Okay. Ist aber traurig. Sehr, sehr traurig. Oh, hier sind noch voll viele Bäume. Komm ich hier runter, ohne zu sterben? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir warten einfach den nächsten Tag ab. Dann ist gut. Weil ich sehe da unten jetzt ja nicht. Dann lieber schnell schlafen gehen. Dann wird es wieder hell. Ich nehme mal einen Schluck Kaffee. Wie Batterie leer. Jetzt steht hier leere Batterie. Kann ich die wieder aufladen irgendwie? Oh, echt jetzt? Ist aber traurig. Dann sollte ich das wirklich nur anmachen, wenn es wichtig wird. Ja. Gerhard schläft da immer noch. Bin ich eigentlich wieder voll? Nee. Irgendwie da hinten war ja auch noch so ein Baum, ne? Hier irgendwie so immer rum. Hauptsache, wir kommen da ran. Cool. Ich glaube, wir haben die ganzen Bäumchen. Und wir sind voll. Okay. Gut, macht das erstmal keinen Sinn wieder. Ja, so ein Rucksack wäre noch ganz geil, wenn ich den irgendwie denn bauen würde. Aber dazu müsste ich ja denn erstmal wieder ja, das mit der Antenne denn hinkriegen, ne? Also müssen wir Etagen hochbauen. Dann wissen wir da schon mal Bescheid. Ich lage mal schnell ein. So, was haben wir hier denn Schönes? Hier haben wir noch eine Kokosnuss, eine Muschel. Den Fisch und den Fisch. Ja, schade eigentlich. Ja, dann kommt die Mango erstmal hier rein. Ist denn halt so. So, ein bisschen den Schrott. Holz haben wir auch noch richtig viel. Oh, Seil. Guck mal, wo reicht denn die Samen eigentlich? Ach, hier. Zack. Ach, hier habe ich die Früchte. Na, ist egal. Meine Ordnung, die stimmt mal wieder richtig toll. Das ist wunderbar. Ja. Und Glas. Ja, mit der Batterie, das würde ich gerne auch mal wissen, wie das denn so am Ende ist. Hauptsache, ich habe keine Blätter. Palmblätter. Nein. Habe ich den Scheiß ja getrunken? Nicht so cool. So, was haben wir hier denn halt noch im Angebot? Hier haben wir ein bisschen Sand und so. Sein, dass unsere Sauerstoffflasche wieder kaputt ist.
Also an Seetang haben sie ja gar nicht gespart, war jetzt würde ich das ja auch noch irgendwie richtig geil finden. Wenn wir hier so ein bisschen noch Metalle finden würden oder so. Das hätte irgendwie was. Alter, wo der wieder hätte? Warum sind denn hier keine Metall oder so? Ah, Stein können wir. Ach nee, das Ton. Oh, da. Okay. Ich nehme mal zurück. Hier sind auch Metalle. Ja, im Wasser können wir nie werfen. Ich muss schon sagen, so ein bisschen Metall müssen wir hier schon kriegen, sonst. Das sind schon ein bisschen für ein Po. Der Haken ist gleich im Arsch. Metall aus. Ich brauche viel mehr Metall aus. Gib mir das ganze Metall, was ihr nicht braucht. Toll wär's. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier nicht so viel Metall ist. Oder ich bin heute mal richtig blind. Also mal ist gut gesagt. Ne? Ich bin ja öfters mal richtig blind. Ist hier nicht am Rand immer noch mit Metall eigentlich? Traurige Insel. Sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Also ich habe mir hier echt mehr versprochen, ne? Von Metall. Ach, der Pisser ist ja schon wieder da. Oh. Ja, ja. Ich merke schon. Hau ab. Oh. Ultra knapp, ne? So, ja, viel war nicht. Echt nicht viel. Das macht mich schon ein wenig traurig. So, die wollten wir noch umlagern. Hier, das wollten wir auch noch umlagern. Und das hier. So, so sieht es eigentlich da okay aus. Weil das kommt ja, der Fisch, der kommt vorne rein. Ganz schöne Unordnung hier, muss ich ja mal sagen. Ja, ey, du müsst da echt mal ein bisschen besser aufpassen, Jungs, Mädels. Weil das ist hier echt zu unordentlich. So, ein bisschen Ton kommt hier noch rein. Sand. Seil. Ich würde nicht behaupten, dass ich Seetang habe, aber dass wir Seetang haben. Also, huiuiuiuiui. Oh. Naja, ich merke schon, ich merke schon. Schon wieder halb am verdursten. Trink ein bisschen. Ah. Jetzt habe ich mein ganzes Trinken wieder versaut, weil ich einfach nur Kacke bin. Nervig, nervig, nervig. Ja, dann wird es in der nächsten Folge weitergehen. Und dann werden wir mal Richtung, ja, nächste Insel schwimmen, weil wir brauchen ja irgendwie richtig viel. Das ist zu niedrig. Batterie ist leer. Naja, keine guten Aussichten. Ne? Ich habe mir mehr versprochen. Ich dachte jetzt, es geht voll los hier mit, ja, Antenne bauen und irgendwas finden, irgendwas Cooles, aber Pustekuchen. Ist nicht so. Also werden wir beim nächsten Mal sehen, wie es denn so weitergeht, ne? Was wir denn so Schönes noch machen. Auf jeden Fall höher bauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.